Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Wildflowers. Wir müssen auf jeden Fall mal nach dem Boot schauen vom letzten Mal. Und ich glaube, ich habe es sogar schon gesehen. So, aber jetzt halt erstmal hinlegen. Ich hoffe, ihr hattet ein tolles Wochenende. Könnt mir gerne mal reinschreiben in die Kommentare, was ihr so gemacht habt. Bei mir war es eigentlich nur produzieren. Okay, schauen wir mal. Also Tierchen, na klar, die haben natürlich wieder ihre Eier, die Milch und eventuell, wenn ich Glück habe, auch die Schafe, Wolle. Mal gucken. So, einsacken. Jawohl, schaut so aus. Jawohl, können wir sogar wieder scheren. Okay, dann mache ich jetzt gleich zum Anfang mal die Schafe, die Kühe und die Hühner, dass ich das weg habe. Und dann schauen wir mal nach dem Boot. So, damit hätten wir das letzte Huhn. Dann schauen wir mal, ob ich die... Ja, werde ich auf jeden Fall noch erwischen. Schauen wir mal, was hier so quatscht. That summer festival was so lovely. And you were the perfect summertide star. Of course, I might be slightly biased, since you helped me move here. Okay. Den Stoff haben wir eh noch nicht, aber wir haben hier das Boot, nach dem wir mal gucken sollen. Kätzchen zumindest mal streicheln. Ich weiß nicht, ob die Herzen auch wieder runtergehen, weil Katze ist ja im Grunde voll, ne? Naja, gut. When did this get here? Eyes to see. Maybe when I visited that strange place, the veil hiding this poat was lifted. Yeesh. Is she even seaworthy? I better fix it up before trying to sail anywhere. Es wäre besser, ja. Okay, klar, Schiff machen, repariere das Boot auf deiner Farm. Alles klar, wir haben zum Glück das Material. Ja. Should I repair the boat? Ja. She cleaned up nice. Oh, but now what? I could get in and try floating in the lake in circles. But I think the Farseer will know what I need next. Besser ist das. Sprich mit dem Wahrsager und sag ihm, dass du das Boot repariert hast. Alles klar, das machen wir. Sorry. Jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz hier entlang laufen, um zu schauen, ob ich hier irgendwelche Kräuter noch finde. Auf der anderen Seite war ich ja schon unterwegs. Jo, ja, gut. Zumindest zwei Pilzchen, ne? Ich bin mal gespannt, ob hier noch irgendwas hergebaut wird. Also wenn ihr das wisst, ihr könnt es mir gerne reinschreiben, weil der Platz ist ja ewig groß. Hier wachsen zwar immer wieder mal diese Bäumchen, aber trotzdem, ne? Sammeln wir mal ein. Jawohl, herstellen können wir gleich machen. Und du bist noch am Laufen, ne? Na gut, dann ist es mir auch egal. So, dann gießen wir halt einmal die Pflanzen. Müssen wir ja heute dann machen. Wenn es nicht regnet, ne? Ah, und den Mais können wir natürlich auch ernten. Oh, okay. Dann warte, dann machen wir es so, dass wir erst einmal das Zeug einsammeln und neu anpflanzen. Oh, nur die Frage, was, ne? Gehen wir einfach von vorne weg. Im Grunde möchte ich alles anbauen. Die Erdbeeren können wir ernten. Dann tun wir doch da wieder Erdbeeren rein, ne? Wunderbar. Halt. Erst den Mais. Okay, das muss nur gegossen werden. Da müssen wir noch 4 Tage warten. Ja, das dauert, ne? So, und ansonsten habe ich hier nichts mehr zum Ernten, glaube ich. Dann gehen wir mal hoch. Vielleicht haben wir ja sogar einen Honig drin. Nee. Nee, leuchtet nichts auf. Dann ist okay. So, die Äpfel dauern auch noch 2 Tage. Alles klar. Und die Blumen brauchen wir ja nicht. Also die können wir sein lassen. Gut. Dann einmal die Runde machen. Es geht ja relativ schnell. Es könnte schneller gehen mit irgendwelchen Sprinkler oder sowas. Aber ist okay. Ups. Ich
wollte jetzt eigentlich nicht raus, aber das passiert mir auch immer wieder. Sorry. Jawohl, diesmal habe ich es gut erwischt. Diesmal habe ich es. Die Bäume oder sowas, glaube ich, braucht man echt nie gießen, ne? Die sind immer gut. So, da muss ich halt jetzt leider... Nein. Da muss ich halt jetzt nur leider das Einzelne gießen. Aber ist okay. So. Ihr seid... ansonsten ist dann alles fini hier. Okay, dann schauen wir mal rein. Ich sehe dich glasklar. Bringe den Fischeintopf zum Wahrsager. Das müssen wir auch noch machen. Das ist nur die Frage, kann ich das Shelby so bringen? Keine Ahnung. Gehen wir erst mal runter am Strand. Täglich grüßt das Murmeltier. Es wird halt jeden Tag der gleiche, ist halt jeden Tag der gleiche Ablauf. Dann können wir mal kurz mit Thomas sprechen und dem noch eine Limo reinhauen. I was the summertide star once. Are you joking? Honestly, I can't tell if you're joking. Excuse you, Tara. Anybody can be the summertide star. It's all about the attitude. Tja. So, dann geben wir dir mal die Lemonade. One sip of lemonade and I... Ja, ja, ist okay. Okay, guter Freund. Sind wir jetzt? Die Bestechung hat funktioniert. Nein, keine Pflanze. Oh, und immer diese Muscheln. Also ich meine, ich, um Gottes Willen, ne? Sehr schön, wenn ich mal hier was liegen habe. Auch mal Bananen. Aber immer diese rosa Muscheln, die großen habe ich... schon lange nicht mehr gehabt. Die habe ich nur von Shelby gekauft mal. Ganz komisch. Die wollen einfach nicht spawnen. Hey, congrats, Summertide Star. Hazel would have been proud. Thanks. Demon? Did you see anything out of the ordinary last night? Yeah, I saw Bruno go home without drinking a drop all night. I think Otto's been on his case again. Ich glaube nicht, dass er das gemeint hat, die Tara, aber ist okay. Sorry, I ate so much strawberry shortcake at the summer festival, I still have indigestion. How was your first summer festival? Oh, it was eventful. Eventful, ja, kann man auch sagen, ne? Weil dieser Jump zu diesen, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich sagen soll, Gnome? Ich nehme mal an, dass das Gnome sind. War schon etwas seltsam, ja. So, wir haben schon 10. Ah, ist hier offen. You might just call it superstition, but Vanessa got married the year she was the Summertide Star. Oh, nope. Vanessa was the Summertide Star? Yes, 5 years ago, right after she moved here from Milkwater to work on Otto's campaign. But I think the summer festival is when she really caught his eye. Maybe you'll have similar luck. Na, mal abwarten. Mit Giva haben wir schon gesprochen. Gehen wir mal zu unserer lieben Ärztin. I must say, you were the most captivating Summertide Star I've ever seen. Stop! You were gonna make me blush! Oh, that only makes you more charming, doesn't it? Die flirtet ohne Ende. Habe ich für dich noch, ja, doch, ich habe sogar noch einen Honigminztrink. So much Persian food is acidic. Even the drinks. And I wouldn't want it any other way. All that tartness keeps me... Yep. So, schauen wir mal, was noch zu labern hat. Da geht mir immer dann davor, ne? You looked killer as the Summertide Star. And you deserve it, too. You've been working super hard since you got here. Hey, thanks. Sehr begeistert ist Tara, aber trotzdem nicht.
So, dann schauen wir da mal rein. Wir haben Donnerstag, also sollte nichts Ungewöhnliches passieren hier. Congratulations on being the Summertide Star. But remember that all prizes, awards and attention are just a manifestation of how others feel, not how you feel. That was a hard lesson for me to learn. Tja, ist so. Man muss ja nicht unbedingt gut drauf sein, ne? Ah, Moment, sprechen wir erst einmal mit unserer Schmiedin. Ach so, ja, wir müssen ja das noch... Oh, und ich muss... Just what I need to keep everything running. I owe you one. Ich schulde dir was, ja. Marty's brave, isn't he? What makes you say that? He moved here without much experience, just hoping everything would work out. Like me. And you. So, schauen wir mal kurz ans Grab. Was machen wir heute mal für welche? Wir haben die Disteln gehabt, wir haben das Hexenkraut gehabt, dann machen wir jetzt halt eben mal die Mohnblume. When I found out Lena was High Priestess, I wasn't really surprised. Some part of me always knew. But did she know the truth about me? Even when we were kids? Tja, könnte schon sein, ne? So, dann gehen wir einmal den Weg oben rum. Shelby haben wir noch nicht gesehen. Ja, sprechen wir mal mit ihr ganz kurz. Achso, sie hat sowieso was für uns. Oh, hi, Tara. Just volunteering today at the school. Helps offset the mischief caused by my little chaos demons. Poor Vanessa has enough to deal with being the only teacher and the mayor's wife, too. Has anyone in your family ever been the mayor? I mean, given your family's long history on the island. Oh, no, no, no. We dolls prefer to keep a low profile, at least as much as we can in a town this small. Tja, die Softs machen sich deswegen anscheinend keinen Kopf. Ich bin auch für ein ruhiges Leben hier, eure Kinder sind aber nicht zurückhaltend. Ich bin auch für ein ruhiges Leben. Oh, I get it. I came here for a quiet life too. Well, to tell you the truth, the town isn't always as sleepy as its reputation might suggest. The thing is, my kids are just misunderstood. I think the drive to shake things up is natural for young people. And honestly, that's what a town like this needs. Otherwise, a community can get too stuck in its old ways. Oh, Tara, I am glad you're here. Maybe you'll shake things up too. Ach, bestimmt. Ich hau bestimmt auf den Putz. So, kann ich nochmal mit dir quatschen? You were such a charming Summertide star. I hope you can forgive Sophia for putting you on the spot like that. I know Hazel would have been so proud of you. Jo, danke. Schauen wir mal, ob ich die Kids noch erwische, beide. Can I ask you something? What happened when you became the Summertide Star? What? Nothing. Aw, that's too bad. I thought it was something cool. Tja, irgendwas Cooles ist schon passiert, ne? Hoffentlich erwische ich den Kleinen noch. Mit denen spreche ich eh schon so wenig. Hey, did you leave Fairhaven during the Summer Festival? Definitely not. I know it's a weird question. I just get this feeling like maybe you did. So. Ja, die merken das vielleicht auch. Haben die Hexen und Hexagene in sich? I've been working on a new roof for Amira's place. We can't have the roof cave in on the only person who could fix folks hurt by a roof cave in. So, aber bauen kann ich immer noch nichts. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir Shelby treffen. Da liegt anscheinend nichts weiter rum. Vielleicht habe ich es aber auch übersehen. Hier irgendwas? Nee, nichts, ne? Da rechts drüben liegt auch nichts, aber Shelby ist wenigstens da. Dann plündere ich dich jetzt mal wieder. Shelby? Have you ever seen anything, strange happen at the summer festival? Otto wore a three-piece suit to the beach. That strange enough for you? Nicht wirklich? Warum erzählt Tara nicht einfach, was er erlebt hat? Wundert mich. So, wir brauchen Setan. Wir brauchen natürlich die Alraune, die Muschelschale generell,
die nämlich auch, wobei ich da wahrscheinlich auch keine mehr kaufen werde in der nächsten Zeit, weil da habe ich schon fast 60 Stück. So, einmal weg. Also ich kann ihm das auf jeden Fall nicht geben, das Geschenk oder dieses Gericht. Da muss ich wirklich warten, bis es Abend ist. Okay, haben wir hier noch irgendwas rumliegen? Nö. Nö, nö, nö. Pflanzen kommen heute nicht. Dann gehen wir... Dann gehen wir einmal auf den Hügel hoch, um die Minze zusammen... Oh, Moment, wir quatschen natürlich mit denen auch noch, ne? Das ist klar. Hey, Violet. How are your potions? Oh, wait. Can we talk about that here? I mean, nobody's listening most of the time, so just use common sense and common words. So, like, not potion. Okay. Bei dir kann ich ja nur die Blumensamen kaufen. Jawohl, da haben wir wieder einen Auftrag. Anfragen. Von Angus. Mandeln braucht er. So, what did you think of my speech? It was great. I thought you would like it. Der braucht Bestätigung, hat der Kerl. Ja, deine Mandeln habe ich noch nicht. Sometimes working next to Francis is frustrating. But then I see him through the window and I'm like, who is that dashing man with the loop? Oh yeah, my fiancé! Angus couldn't sleep the night before the summer festival. He was so worried he'd ruin the shortcake. But it was perfect. Like always. He just can't help worrying over every little thing. Tja, gibt solche Leute, ne? So, also einmal erst nach oben. Und dann hoffentlich... Oh, zwei Mandeln, drei Mandeln. Das ist zwei... Drei? Wow, dann haben wir es ja schon fast. Mal kurz durchlaufen hier, bevor ich die Bäume weghau. Da ist nichts, da ist nichts. Okay. I found something. Oh, a recipe. Schön. A recipe. Was haben wir denn da? Zeytun Parvade. Marin Oliven. Noch nie gehört, aber ist ja egal. Essen würde ich es trotzdem. Finally, ja. Du hast ja bloß dreimal draufgehauen. Ein paar Münzen, jawohl. Oh, ich werde noch rich. So, da sind es vier Stücke. Eine Stufe mehr. So, da haben wir Minze. Zumindest eine. So. Oh, habe ich dir dein Zuhause weggehauen? Naja, du findest einen anderen Baum. Aber bald nicht mehr. So. Haben wir hier noch irgendwas? Nix. Nix. Das Einzige, was sein könnte, die Blaubeeren vielleicht. Aber da habe ich auch nicht gesehen, dass die blühen. Nee, noch nicht. Sorry. Dann gehen wir mal da hoch und hier ist auch nichts. Ich sollte wenigstens die Gelegenheit nutzen und immer wieder mal angeln, ne? Weil ich habe hier bestimmt noch nicht alle Fische rausgeholt, die es so gibt. Aber gut, mache ich jetzt nicht. Weil wir müssen auf jeden Fall in die Mine. Also ich brauche auf jeden Fall Eisen. Das geht gar nicht. Und jetzt haben wir gerade mal 1 Uhr. Warte mal, wir gehen auf die 6. Weil hier gibt es ja eigentlich so am meisten Eisen mit. Natürlich auch Kupfer, ganz klar.
so. Vor allem Eisen brauchen wir halt recht viel, ne? Ich weiß nicht. Man hat sehr viel Kupfer. Das Einzige, was ich damit vielleicht noch machen kann, das wäre dann verkaufen, wenn ich es nicht für noch irgendwas brauche. Für die Werkzeuge hat es ja ganz am Anfang gereicht, ne? Das, was wir halt dann noch brauchen, das ist dann Gold, ganz klar, als nächste Stufe. Aber da bin ich auch mal gespannt, wann wir da unten durch die Tür kommen. Ich denke mal, dass es dann irgendwie einen Hinweis gibt oder so. Indem es dann heißt, schau doch mal in die Mine, die Tür ist offen oder irgendwie sowas. So, aber jetzt halt verballere ich erst einmal meine Energy. Und dann gehen wir einfach mal in das unterste Stockwerk und schauen mal nach. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass da irgendwas passieren wird. Oder wir müssen natürlich erst einmal das von Shelby erledigen. Das kann auch sein. So, gehen wir mal hoch und gehen dann auf die 16 nochmal runter. Oh, mit dir habe ich schon gesprochen. Auf die 14 meine ich. Und laufen einfach mal nach hinten. Irgendwelche Pilze oder sonst noch lose Steine? Nee, ne? Da ist ein Pilz. Ist hier irgendwas? Nö. Okay. Also hier ist noch nichts passiert. Ich weiß nicht, hier werde ich vielleicht mal irgendwie was lernen oder sowas. Also öffne Schlösser. Schlösser zu öffnen mit irgendeinem Trank oder sowas vielleicht. Mal gucken. So, jedenfalls hier ist jetzt nichts. Das heißt, ich düse wieder nach außen. Na, bleib halt nicht ständig hängen. So. Und wir haben 2.30 Uhr. Das heißt, ich könnte die Zeit nutzen, um ein klein wenig zu angeln. Ja, ist okay. Sorry. Was habe ich denn? Karamellpopcorn bringt gar nichts. Das bringt einiges, aber ich weiß nicht, ob ich das mir aufhebe zum Verschenken. Das brauchen wir für Shelby. Limonade bringt ein bisschen was, den möchte ich aber aufheben. Fischsaft, okay, schauen wir mal. Ich habe Fischstäbchen, doch. Gut, das passt schon. Dann tue ich nämlich jetzt noch ein bisschen angeln. Zumindest bis es, ich sag mal, 6 ist oder kurz nach 6 ist. Und dann düsen wir hinter den Wald, dass wir Shelby das geben können. So, ein paar Fische habe ich gefangen. Ich habe auch nochmal 2-3 Mini-Bäumchen gefällt. Jetzt sind wir schon im Wald. Also das heißt, wir können jetzt dann direkt zur Shelby, weil jetzt ist auch schon 7. So, aber hier lag auch wirklich nichts mehr rum, ne? Das ist... Die Ausbeute ist äußerst knapp von dem normalen Loot. So, schauen wir mal. Müssen wir mit euch irgendwas quatschen? Nein. Mit ihr natürlich auch nicht. Dann einmal zu Shelby. Here you go. One fish stew. Well, that smells just fine. I thank you. Here's some more of that crystal ball potion. You'll need it. Okay, super. Dreimal sogar. Aufgabe abgeschlossen, als Belohnung erhältst du dreimal. Gut. Dann quatschen wir ihn halt mal an wegen dem. Ich denke mal, dass es damit zu tun hat. I fixed up the boat, but I still don't understand. There's nowhere for it to go. You'll be needing a charm to prove your fealty. And where would I find it? It was your great aunt's boat. Ask her. Do I gotta tell you everything? How can I ask my great aunt if she's... never mind. Ach, Großtante Vivian kannte die treue Zauberformel, um Ravenwood Hollow zu betreten. Wie kannst du sie erlernen? In dem Buch von ihr, würde ich jetzt mal sagen. So, mit euch muss ich ja jetzt nichts weiter quatschen, ne? Das ist alles erledigt. Na dann, düsen wir mal zurück. Das Buch war, glaube ich, neben der Klappe gelegen, die zum Keller runterführt. Da muss ich sowieso nochmal runter.
weil die Tränke unter Garantie schon fertig sind. Der eine hatte ja nur noch 2 Stunden gebraucht und es war am Tag vorher. Also sollten wir das auf jeden Fall rausnehmen können aus den Kesseln und vielleicht dann auch gleich neue Tränke machen können. Schauen wir mal, hier hat man, glaube ich, nicht wirklich was laufen, ne? Die Kerzen haben wir. Und einmal Seidler. Und ansonsten brauche ich nichts machen. Da müssen wir ja noch warten bei den Raupen. Alles klar, gehen wir mal runter. Und dann schauen wir mal wegen dem Buch, was ja da liegt. Wir machen... Der braucht 2 Tage, ne? Da würde ich aber gerne noch mal welche machen. Auf jeden Fall. So, und hier machen wir... Stimmt, wir können ja einen Ernteschubtrank machen. Das ist natürlich nice. Nee. Ernteschubtrank und nochmal geht nicht. Geisterflamme braucht man nicht. Glaskugeltrank, den wollte ich dann nochmal machen, ne? Genau. Machen wir gleich. So. Schauen wir mal. Bei Amira hätte ich gern noch mehr gewusst. Von daher werde ich auf jeden Fall auf sie mal anwenden. Okay, das ist Juwelenreis. Hurra. Keine Ahnung, was Juwelenreis ist. Wir haben jetzt halt Ariel drin. Okay. Dann haben wir die anderen wahrscheinlich auch drin, oder? Nee, haben wir nicht. Wesley, keine Ahnung. Eigentlich muss ich es bei allen machen, ne? Das. Im Grunde könnte ich auch sagen, ich fange einfach oben an und arbeite mich dann eins nach dem anderen durch. Dann mache ich jetzt halt nochmal auf Amira. Ich weiß, einen werde ich mal aufheben. Ich heb mal einen auf. Oh, I think I see something. Okay, und dann hat sie hier noch dieses, was ich neu gelernt habe: Zeytun Parvardé. Ich hoffe, ich spreche es richtig raus, aus. So, aber wie gesagt, das eine behalte ich mir noch. Jetzt schauen wir mal. Kann ich... Okay, das Buch kann ich irgendwie nicht mir cachen. Mit dem Besen kann ich ja sowieso nichts machen. Boah. Wie könnte man das machen? Ist jetzt eine gute Frage, ne? Sorry. Wie kannst du sie lernen? Tja, keine Ahnung. Okay, wir sollen auf jeden Fall was hätten. Vanessa noch sagen, dass ich etwas für die Trauergruppe habe. Und da brauchen wir noch... Okay, schauen wir mal ganz kurz an die... An den Baum. Ob ich da nochmal was einsetzen kann. Nee, geht leider nicht. Den habe ich schon... verwendet, ne? Oder? Ja, den habe ich schon verwendet. Schade. Schade, schade. Gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Dann machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Keine Ahnung, hier kann ich ja eh nichts machen. Da muss ich wohl ein bisschen mit den Leuten quatschen. Hm. Machen wir Hinweisanzeigen. Ein Geschenk, das sie jemand anderen gegeben hatte, wurde an dich weitergegeben. Am besten siehst du es dir aber zu Hause an. Das muss aber doch das Buch sein. Hm, also irgendwas... Okay. Sei es drum, machen wir das nächste Mal weiter. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass euch der Part heute gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da, lasst einen Kommentar da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.